Da sind wir wieder. Das war jetzt doof. Das Spiel ist gecrashed. Anscheinend, weil ich Was waren das? Sukubi? Also eins von diesen komischen ballschmeißenden Dingern gekillt habe und in derselben Runde nicht den zweiten. Und das führt wohl jedes Mal zu einem Crash. Das heißt, die Dinger müssen synchron sterben. Ist wohl ein sehr bekannter Bug. Oder auch ein Feature. Würde ich den Leuten zutrauen. Aber na gut. Ich musste also den uralten Speicherstand laden und quasi 4 Folgen off-camera nochmal durchlaufen. Habe aber dieselben Fehler gemacht und auch, soweit ich weiß, dieselben Ressourcen, zumindest annähernd, verbraucht. Ach stimmt, Blitzschlagding habe ich noch eins über. Aber das andere habe ich einfach so verbraucht. Auch an Gegnern, die es gar nicht wirklich brauchten. Einfach nur, damit wir es nicht hatten. Er hat auch den Raketenwerfer wiederbekommen, ja. Da hast du keine Waffe in der Hand. Du... Da. So. Eine Sache, die ich mir jetzt aber gönnen werde, ist, dass ich jetzt nicht direkt dahin laufe, sondern vorher gucke, was es hier noch so gibt. Also jetzt müsste er seinen Dialog gleich halten. Was will ich gar nicht. Ich fühle mich erstmal hier um. Diese Apparatur. Nein. Diese Apparatur ignorieren wir. Da ist ein Eingang. Oder ein Ausgang. Ich hätte mich gefreut, da war was zum Klicken. Was machst du? Klick. Ja, wahllos Hebel drücken in einem Atomreaktor. Das ist eine super Idee. Von Staub bedeckt. Okay, wir haben jetzt irgendwas gedrückt. Wahrscheinlich eine Tür geöffnet oder so. Da unten war ja auch was, was geblinkt hatte. Da geht's nicht weiter. Können wir hier noch irgendwas anklicken? Nee. Gucken wir mal kurz da hinten rein. Genau hier, Tür zum Reaktor. Öffnen. Reingehen. Ein Hauptcomputer, das klingt sehr wichtig. Können wir da die Matrix-Disk benutzen? Blink, blink. Funkel, drück. Keine Matrix-Disk. Wir können nicht wieder anklicken. Es kommt mir fast so vor, als könnten wir den Kampf mit diesen Ballschmeißern umgehen. Ich glaube, das mache ich sogar, weil er war irre nervig und ziemlich lang und die Timing-Sache gefällt mir absolut... Oh, Kiste. Absolut nicht. Raketen und Bandagen. Du brauchst keine Raketen. Du gibst die mal an Tantin. So. Und da ist eine Workstation und da hinten ist noch Computerzentrum. Nee. Also wir müssen wohl früher oder später dagegen kämpfen, aber ich mach's lieber später. Ich gucke jetzt mal hier lang, ob hier noch irgendwas ist. Ich hoffe mal, der Zug fährt nicht im Kreis. Sonst sind wir gleich tot. Oh, da kommt... Oh, neue Gegner. Wisst ihr, eigentlich sind diese Dämonen gar nicht so übel, wenn man erstmal ein bisschen Zeit mit ihnen verbracht hat, oder? Er starrt mich an. Merkt ihr, wie er mich anstarrt? Oh, Fitch oder Dämon? Ist doch ganz natürlich. Nachmittags werden wir doch alle ein bisschen hungrig. Ja. Also die Jungs sind langsam ein wenig abgebrüht. Und du bist ein Harvester. Können wir einen Harvester einfrieren? Nee, nicht Flammenwerfer. Hast du nicht auch so eine Stickstoff? Genau, Stickstoffkanone. Stick. Jo, sehr gut. Wer hatte die zweite Stickstoffkanone? Du, ne? Stickstoffkanone. Den stelle ich mal dahin und friere den ein. Und ich glaube, hier war gar kein Weg durch. Nee, ist kein Weg durch. Das heißt, das Ding da ist gefangen eventuell da drin. Ja, guck nach vorne. Du... Schieß dem in die Seite. 31 Schaden bei schwerer Panzerung. Also es war eh in den Kommentaren einmal drin. Die Theorie, dass eingefrorene Gegner mehr Schaden nehmen. Und da unten ist ja noch einer. Kommt es so ungewöhnlich. Aber dass eingefrorene Gegner mehr Schaden nehmen und dem scheint wirklich so zu sein.
Also Sister of Mercy. Yeah. Dich müssten wir eigentlich warte mal. Tränengasgranate. Glück. Beide vergiftet. Sehr gut. Geh mal dahin, dass der nicht ordentlich schießen kann. Guck in die Richtung. Und du. Was hast du noch Schönes? Axt in die Seite, hm? Die Sisters of Mercy waren gegen Feuer immun, oder? Ja, das ist das Problem. Also ich glaube, jetzt, weil ich das ja nochmal gemacht habe, habe ich die nie mit dem Flammenwerfer angeschossen. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass die... Ne, bin mir nicht ziemlich sicher. Ich bin mir 55% sicher, dass die feuerresistent waren. Sollten wir bei Seiten also nochmal testen. Erstmal testen wir, was eine Axt an einer Eisstatue ausrichtet. Geht so. Geh mal dahin in Deckung. Und guck nach da. Du, junger Mann. Was machst du? Du hältst einfach mit der Uzi drauf. Weil du viel zu viel Munition dafür hast. Runde beenden. Und das hier ist wesentlich entspannter als diese komischen Billeschmeißer. Vor allem, weil das so ewig lang gedauert hat. Ach, hier war ein Granatenwerfer und kein Flammenwerfer. Und womit darfst du jetzt gegen anschießen? Mit Tränengas. Ja, nee, lass mal. Also das Bälle-Schmeißen beim letzten Kampf fand ich echt irre nervig, weil immer zwei Kugeln geschmissen, warten. Nächster dran, zwei Kugeln geschmissen, warten. Aber werden wir auch gleich nochmal machen müssen. So, du kippst nächste Runde am Gift um, du nicht. Und du bist wieder wach. Und du bist nicht nah genug dran. Dann zünde doch mal den Harvester an. Und lauf weg. Und guck nach da. Du. Du zündest den anderen da an. Den Sister of Mercy und guckst, ob der jetzt nun brennt oder nicht. Nö, brennt nicht. Okay. Jetzt wissen wir es definitiv. Fertig, fertig, fertig. Du bist noch nicht fertig. Du. Was zur Hölle machst du? Geh mal dahin und schieß auf den da. So, eventuell werden jetzt beide gleichzeitig getroffen, aber wir haben noch genug Verbandsmaterial. Das ist schon okay. Harvest da oben kippt um. Wir wissen noch nicht, was die machen. Aber ich denke mal, der wird einfach nur guten Nahkampfschaden machen, wenn er gleich ankommt. Ja, trifft beide. War ja ziemlich gut. Gut, dass der da unten nicht auch noch raufgehalten auf die Jungs oben. Weil ja, wir haben Verbandsmaterial, aber nee. Muss man ja trotzdem nicht verschwenden. So, Ovich kriegt eine Sense ab. Für viel zu wenig Schaden und darf gegen anschießen. Was hast du in der Hand, Ovich? Flammenwerfer, ja, geht nicht. Okay. Du brauchst jetzt noch 17 Schaden, wenn ich es richtig sehe. Das machen wir mal so. Was sind nur 15? Okay, dann vertrau mal auf deine Teamkameraden und guck der da ins Gesicht. Damit du weniger Schaden bekommst. Du kannst ruhig auch näher rangehen. So. Du schießt das Ding. Ja. Gehst weg vom Chef. Guckst nach da. Und du. Du bist vergiftet und sonst gar nichts. Können wir nicht anzünden? Können wir einfrieren? Können wir irgendwas... Was? Er hat weder Flammenwerfer noch... Ne, er hat den Flammenwerfer besser nicht aufgeladen. Betäubungspfeile in die kommen. Gewehr und in die Seite schießen. Ganz einfach. Mit Glück. Sehr gut. Genau so bleibst du stehen. Ne, gehst einen Schritt nach hinten.
Damit er nicht so gut von der Seite angreifen kann, der da. Okay. Schäffchen ist ein bisschen angeschlagen, aber müsste trotzdem noch zwei direkte Treffer aushalten vom Granatwerfer. Ja. Bei 28 Schaden hält er sogar einen dritten Treffer. Ja, beim dritten Treffer stirbt er. Aber zwei hält er aus. Hast du gerade einen Granatwerfer im Nahkampf benutzt, du Pfosten? Ovich. Ne, nicht anflammen. Du sollst ihn einfrieren. Kommst du ran? Jo. Frier den einmal ein, wenn es geht. Jo, sehr gut. Du bist zu weit weg, das ist nicht gut. Geh mal dahin, schieß auf den. Chef geht dahin, schießt. Was? Okay, gehst dahin, schießt schräg. 17 Schaden, komm. Jo. Okay, Runde beenden, wir sind wieder dran. Jo, danke. Du runter. Du dahinter. Und Axt, 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 Axt. Nein, nicht Flammenwerfer, das finde ich so gut. Axt, mit Glück. Jo, 28. Und sind das da Gesichter in dem komischen Tank auf dem Rücken? War sehr komisch. Zu beenden. Was zur Hölle, warum bist du schon wieder wach? Das ist nicht der Plan gewesen. Du Schrotflinte in den Rücken. Das macht, glaube ich, mehr Schaden. Nö, macht's nicht. Okay. Der überhaupt bleibt da stehen. Du lauf näher ran. Und Raketenwerfer auf Ovich, nein. Uzi, auf dich. Waffenskill verbessert ist schon mal gut. Kommst du irgendwo hin, wo du schräg schießen kannst? Nein. Oh, fertig. Ich schaffe es immer wieder, mich genau so hinzustellen, dass es falsch ist. Und der Gegner schafft es immer wieder, genau diese Schwäche bei mir auszunutzen. Das ist gut programmiert für das Alter des Spiels. Könnte auch sagen, es waren sadistische Programmierer. Ah, kaputt. Sieg. Jo. So, du gib mir Nahrung. Gib mir Nahrung. Gib mir Aufputschmittel. Das ist nicht im Kampf. Im Kampf haben sie irgendwas Negatives. Ich glaube, ich mache jetzt mal Aufputschmittel. Dann Nahrung. Aufputschmittel. Bandagen. Bandagen. So. Und jetzt ist hier hoffentlich irgendwo Loot. Oder war das alles nur für Jux und Dollerei? Ach, hier geht's weiter. Nee, nicht weitergehen. Immer schön ein Gebiet nach dem nächsten. Kiste, genau. Sehr gut. Öffne Kiste. Ein Energieblaster. Was? Und eine Kevlar-Weste und Munition und ganz viel anderes tolles Zeug. Energieblaster? Fragezeichen? 70 Schaden. Prototyp einer durch Bioenergie angetriebenen Waffe. Her damit. Das ist Chefsache. Granaten verteilen. Granaten verteilen. Munition verteilen. Heilzeug verteilen. Aber sowas von. So, so, so. So, so. Fehlt irgendjemandem Kevlar? Ja. Dir, dem Scout. Du. So, und jetzt geht es hier nirgendwo weiter. Das heißt, wir können nach oben gehen. Und danach können wir uns mit dem Bälleschmeißer wieder anlegen. Mit einem Energieblaster. Mal gucken, ob das da irgendwie hilft. Wobei ich fast den Verdacht habe. Nee, ich weiß es sogar. Weil in dem Kampf hatten wir diese Spezialwaffen ausprobiert gehabt. Und die haben keinen Schaden verursacht. Weil die Gegner energieimmun waren oder so ähnlich. Also wird der Energieblaster auch nichts bringen.
Und verbraucht auch keine Munition. Das ist sehr praktisch. Aber wenn er einen Cooldown hat von 3 Runden, dann ist es wiederum ein bisschen doof.